Was geht ab, meine OZ-Fighter-Hose hier? Und in den letzten Tagen habe ich häufig eine Frage gestellt bekommen, und zwar, wer ist eigentlich cooler? Ich. Und heute wird es dann quasi um cooler gehen, Freunde. Wir haben nämlich eine neue Celebration bekommen, wir haben Metal Cooler bekommen. Wir werden uns ganz kurz ansehen, ich werde mich auch kurz fassen, was zur neuen Celebration hinzukam. Uns cooler etwas genauer ansehen, dann werde ich darauf eingehen, ob man quasi für ihn summen könnte, sollte. Und werde im Endeffekt noch summen ein wenig, heißt, wenn ihr zu den Summons skippen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Wir müssen das Ganze auffrischen, Freunde, denn ihr habt es vielleicht ein bisschen gemerkt, ich hatte quasi den Fokus in den letzten Tagen auf etwas anderem. Auf meinem Kanal ist nämlich ein neues Projekt gestartet oder ein neues Let's Play, sage ich mal, neuer Content auf dem Kanal, nämlich Super Dragon Ball Heroes. Ich habe dazu einen Anfängerguide gemacht und auch ein Let's Play gestartet, heißt, ihr könnt das gerne abchecken, wenn Interesse da auf jeden Fall dran besteht. Ich werde die Links in die Beschreibung setzen, aber wie gesagt, ich habe mich mal ganz kurz mit den Informationen, ist mir auf jeden Fall wichtig, dass wir das Hauptsache mal im Kanal gehört haben hier, und dann gehen wir rüber, gucken uns an, was hat cooler drauf und sollte man für ihn summon, und dann hängen wir auf jeden Fall noch einen Summon ran, Freunde. Wie gesagt, wir haben eine neue Campaign, eine neue Celebration, Transcended the Limit Awakening Challenge Special Campaign, geht bis zum 25. April. Metal Cooler ist live, gucken wir uns gleich an, alles, Freunde. Was noch wichtig ist, ein Dokument ist natürlich auch live. Zum Dokument habe ich schon ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne abchecken, falls ihr euch fragt, was da zu wissen gibt. Ich werde gleich darauf zurück zu sprechen kommen. Story gucken wir uns auch genau an. Beerus bekommt sein ISA am 10. April, 8.30 Uhr unserer Zeit. Und eigentlich wäre es auch mehr oder weniger zu den wichtigen Informationen. Season von Battlefield fängt am 18. April an, 8.30 Uhr unserer Zeit. Und Cells ISA kommt auch zurück. Ich gehe stark davon aus, dass dann der Incel auch sein ISA bekommt. Genauso kurz zu den Celebration-Informationen, Freunde. Die Special Missions könnt ihr euch gerne mal abchecken, was da neu hinzukam. Longing Bone, die sind, glaube ich, jeden Tag ein Stone. Und so und sofort, Freunde, könnt alles hier nachlesen. Stamina verbrauchen, bis zu 3 Stages klären für die Daily Events. Für die Daily Missions, sage ich mal, und dann permanent, also ohne Zeitlimit in der ganzen Celebration, bis zu 10 Story-Events schaffen, bis zu 5 Doku-Events, Extreme-Events bis zu 5 Mal, 3 Charaktere sie awaken, 2 Charaktere Doku-Awaken, bis zu 1000 Stamina verbrauchen und so also freut, Freunde, eine Stamina klären, ohne, ja, ein Continue zu benutzen 7 Mal und ohne ein Item zu benutzen 7 Mal, wenn ihr 10 davon schafft, alle Missionen schafft, bekommt im Endeffekt so und so viel Stones zu den ganzen Missionen. Und dann würde ich sagen, wie gesagt, ganz kurz wegen dem Dokkan-Event, gewisse Charaktere, passt bei dem Dokkan-Event von Cooler auf, unterschätzt das nicht. Die eine Phase, wo man gegen Metal Cooler kämpft, gegen mehrere Metal Cooler, sie machen da wirklich sehr viel Schaden und sind tanky. Passt auf, dass ihr Charaktere nimmt, die gut tanken können und vielleicht auch AOE-Damage-Dealer. Also Charaktere, die Schaden gegen jeden auf einmal machen mit ihrer Super-Deck, zum Beispiel die Broly's kennen wir. Diese Charaktere speziell aus dem Cooler Film machen halt vermehrt Schaden gegen Cooler. Was Cooler drauf hat, gucken wir uns mal, würde ich sagen, jetzt eigentlich an, beziehungsweise gleich im Anschluss. Lass das mal ganz kurz zum Story-Event klären. Nämlich zum Story-Event gibt es auch ein, zwei Sachen zu sagen, denn AGL Metal Cooler ist ja der neueste Dokkan-Festel-Charakter und AGL Metal Cooler hat aber auch eine farmbare SA, nämlich diese Drop aus Stage 3. Dieser Strength Metal Cooler ist eine farmbare SA für den AGL Metal Cooler. Wenn ihr 9 Stück von ihm holt, dann könnt ihr die SA von dem AGL erhöhen mit diesem 9. Aus Stage 1 seht ihr, droppt noch so eine Robotermaschine von Cooler. Ich habe vergessen, wie die heißt. Aber die ist gar nicht mal so schlecht. Stehen die News-Infos hier dran richtig? Ja, hier, was? Zyklopien Guard heißt dieser Boy. Jedenfalls, unser Roboter gibt nämlich jedem Verbündeten 50% auf die Verteidigung und hat eine Damage Reduction von 40% für 7 Runden. Extreme AGL Charakter für einen Extreme AGL Super Battle zum Beispiel kann man auf jeden Fall nutzen, könnte ich empfehlen. Und die farbare Essay von dem Metal Cooler an der Stelle ist zum einen Wick Bloodline Kategorie Leader. Wick Bloodline ist quasi der Freezer Clan, das ist der Kategorie Leader von dem neuen AGL Metal Cooler. Aber er ist auch ein Supporter für diese Kategorie, nämlich durch seine Passive gibt er der Wick Bloodline Kategorie auf den Angriff und auf die Verteidigung 25% und erhöht die Chance, dass diese kritten können um 5%. Aber logischerweise, wenn ihr AGL Metal Cooler habt, könnt ihr nicht mit ins Team, weil sie denselben Namen haben. Das ist halt die Sache. AGL Metal Cooler gucken wir uns gleich an. Beziehungsweise, das sind die SR-Karten, Freunde. Aus Stage 4 nämlich. Aus Stage 4 können SR Metal Cooler droppen. Das sind die Metal Cooler, die von jedem Typus jeweils einen hat. Und die haben verschiedene Namen. Der AGL heißt zum Beispiel Metal Cooler in Klammern AGL. Der Tag Metal Cooler Tag und so und sofort, und die kann man alle in einem Team spielen. Die Sache ist jedoch, um sie zu awaken, braucht ihr 10 Metal Cooler Medaillen aus Stage 5. Diese droppen aus Stage 5. Ihr braucht wirklich sehr, sehr viele Metal Cooler Medaillen, falls ihr die Charaktere euch holen wollt. Man kann quasi ein komplettes Metal Cooler Free-to-Play-Team bauen, sage ich mal. Ob es sich lohnt, es geht schlecht, sind sie nicht, muss aber nicht unbedingt sein. Wenn, ich meine, ich werde es so machen, ich werde alle auf SC10 mir holen.
sind so Free-to-Play-Charakter, mache ich bei jedem Free-to-Play-Charakter. Werde vielleicht die Dupes öffnen, weil die Sache ist, man muss sie quasi dann zweimal awaken, weil erst dann können sie das Dupe-System benutzen, nachdem man sie awaked hat, nachdem man sie auf den Ur-Status bringen kann. Aber ansonsten ist gar nicht mal so schlechte Charaktere, Freunde. Sie sind mehr oder weniger auch Supporter für die Bloodline-Kategorie, haben wir noch spezielle andere Effekte. Also so schlecht sind sie nicht für Free-to-Play-Spieler, könnte ich es auf jeden Fall empfehlen, sie zu holen. Wie gesagt, auch den auf Stage 1, unseren Roboter, ist auch nicht schlecht auf jeden Fall. Und Stage 3, die farmbare Essay, nicht vergessen. Dann kommen wir mal zu AGL Metal Cooler selbst. Was hat er denn drauf? Und gucken wir mal danach uns die Frage an. Oder stellen wir uns der Frage, ob man für ihn summonen könnte oder nicht. Man braucht natürlich logischerweise 77 Medaillen aus dem neuen Event. Nach seinem Dokken Awakening, by the way, kam auch natürlich dieser Vegeta und dieser Piccolo sind auch im Banner. Ein Awakening mit den 35 Dokken mit Medaillen aus dem neuen AGL Metal Cooler Dokken Event. Der AGL Metal Cooler ist der Weak Bloodline Kategorie-Leader. Diesen gibt der Key plus 3 auf HP Attack mit 170% oder den Extreme AGL Charakter Key plus 3 HP Attack mit 90%. Immense Damage, verringert Angriff und Verteidigung des Gegners. Passive ist folgendermaßen: auf den Angriff und auf die Verteidigung hat er 80% und bekommt jedes Mal zusätzlich 10% dazu, nachdem er angegriffen wurde. Also jedes Mal, wenn er einen Angriff bekommt, bekommt er 10% dazu. Das Maximum sind 70%. Die Sache ist jedoch, da das separat kalkuliert wird, Freunde, kommt er auf einen Angriff von 207%, nachdem er 7 Angriffe bekommen hat. Er hielt sich dann am Ende einer Runde um 7% HP, nachdem er einen Angriff bekommen hat. Und wenn die HP 50% und runterfallen, kann er sich einmalig quasi transformieren. Er hat auch so eine Giant-Form. Die Sache mit Metal Cooler ist folgendes, Freunde. Eigentlich ist er individuell ein wirklich sehr, sehr guter Charakter. Metal Cooler kann man in vielen Szenarien spielen, in denen er natürlich vertreten ist. Und Metal Cooler ist auch ein Charakter, zum Beispiel in Super Battle Road, der kann das carryen. Egal für Extreme AGL, für eine Kategorie, in der er vertreten ist, weil sein Kit, seine Passive an sich, overall, sein Set ist wirklich, wirklich gut. Also Metal Cooler ist echt ein guter Charakter. Seine Links sind auch in Ordnung. Einzige, was mich leider an dem Links gestört sind, er hat Shocking Speed verloren, hat dafür Transform bekommen, weil er so eine Giant-Transformation hat, sag ich mal. Man, üblicherweise, also man kann nicht schon locker in Movie-Bosses spielen, weil er Thales vertreten ist, zum Beispiel, sag ich mal, in seiner eigenen Kategorie so oder so. Das ist der Freezer-Clan-Kategorie, Freunde. Da Link ist so oder so gut. Resident Warrior geht natürlich auch am Start, weil da Angel und Freezer vertreten sind. Giant Form kann man ihn logischerweise auch spielen. Oder ein Villains-Team. Er ist wirklich, um es auf den Punkt zu bringen, individuell ein sehr, sehr guter Charakter. Die Sache ist jedoch, zum einen seine Kategorie, also er gibt in 170% Bus für Freezer-Clan. Das ist geil. Es gibt sehr geile Freezer-Clan-Charaktere, aber sie ist sehr, sehr beschränkt. Es ist halt nur der Freezer-Clan. Also man müsste jetzt nicht unbedingt sammeln, um ein Freezer-Team zu bauen, sag ich mal. Wahrscheinlich wird man eh nicht so viele Friends in Zukunft finden, die Metal Cooler setzen, leider. Ey, ich will jetzt eigentlich kurz halten, individuell ein sehr, sehr guter Charakter für ihn sammeln, müsste man eigentlich nicht, vor allem nicht jetzt, vor allem nicht in seinem Banner. Ich würde Free-to-Play-Spielern eher raten, das Ganze zu skippen. Sein Banner ist nicht gut. Wir haben Metal Cooler selbst. Metal Cooler ist wirklich gut, aber dann ist, ja, also die zwei neuen Charaktere kann ich verstehen. Als Dokkafest ist Future Gohan da. Future Gohan leider ein Fehlschlag gewesen, muss ehrlich sagen. Muss nicht sein, um ehrlich zu sein, um es auf den Punkt zu bringen, ist leider Future Gohan misslungen. Leider Gottes, obwohl ich den Charakter wirklich mag. Man braucht ihn wirklich auch nicht zu der Zeit. Jiren ist gar nicht mal so schlecht, aber für Jiren würde ich jetzt auch nicht unbedingt in diesem Banner sammeln, Freunde. Ansonsten ist er noch Cooler drin und Freezer. Wahrscheinlich haben auch sehr, sehr viele, die das Spiel schon länger spielen, die Karten schon. Deswegen, das Banner ist für mich auf jeden Fall auf Global ein Skip. Ich würde auch den Free-to-Play-Charakteren raten, das Banner zu skippen. Die Sache ist jedoch, ich werde summonen. Aber eigentlich wollte ich auf JP summonen für Metal Cooler. Der Metal Cooler ist aktuell auch im Hit-Banner vertreten auf JP. Denn warum auf JP, warum nicht auf Global? Auf JP hat zum einen die Coins, das ist einfach nur gut, weil je mehr Coins man eben sammeln kann, desto besser ist in Zukunft, weil man kann es mit den Coins in Zukunft Charaktere holen und ich warte halt, oder ich empfehle eigentlich jedem, wenn es keine Eile hat, spart diese ganzen Dokkan Coins, die Red Coins auf JP, bis mal wieder ein Dokkan Extra LR in Banner kommt, sodass ihr dann diesen LR mit dem Coins holen könnt. Auf Global sollte das natürlich auch noch kommen, spätestens zum 4-jährigen Jubiläum im Juli mit den ganzen Coins, aber... Und by the way, auf JP könnte ich ihn besser verwerten, meiner Meinung nach, weil ich habe da quasi Baby noch am Start, Thales und so und so fort. Also ich hätte ihn eigentlich liebend gern auf JP. Ich will gar nicht ohne heißen Brei drum reden. Dennoch werde ich habe hier einen Multi, nämlich ich werde den raushauen auf Global. Wenn er kommt, dann kommt er. Wenn nicht, haben wir noch mit 1-2 Multis auf JP. Deswegen würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Warum? Ganz ehrlich, ich hätte einfach nur liebend gern einen Metal Cooler, egal wo. Ich mag Metal Cooler an sich als Charakter, der ist für mich wie ein Thales und der ist halt auch von Extreme AGL Typus. Also kann es auch vielleicht sein, dass ich
übertrieben viel für ihn sammeln muss und ihn vielleicht auch gar nicht ziehe. Auf JP, als er rauskam, habe ich 600 Stones bei ihm verbraten, ihn leider nicht gezogen. Gehen wir in Super Video. Ah, schade. Und deswegen werde ich den Ball flach halten. Ich muss euch allzu Ham gehen. Mercool ist ein cooler Charakter. Ich hätte ihn lieb gern wegen Showcase. Aber irgendwie finde ich halt das mit ihm keine Eile. Auch für mich, sage ich mal. Ich hätte ihn, wie gesagt, gerne wegen dem Content. So oder so mit jedem Charakter. Erstmal primär, Freunde. Ist mir sehr, sehr wichtig, dass er auf jeden Fall Content zu dem Charakter bringen kann. Ich will es aber nicht. Ah, schade. Ich will es aber nicht erzwingen, sage ich mal. Deswegen hau ich hier mal Multi raus auf Globe. Ich hatte einen Multi versucht, das Ganze sieht aber nach einem GSSR aus. Auf JP habe ich aber auch schon einen Multi raushauen können im Stream letztens. Da waren auch nur zwei nicht featured SSR. Wenn er im Endeffekt nicht droppt, sieht nach einem GSSR aus, wie gesagt. Dann gehen wir ganz kurz rüber auf JP, versuchen da kurz unser Glück. Ja, und das war der GSSR. Und dann, ja, gucken wir mal, wie das Ganze dort läuft. So, jetzt versuchen wir unser Glück auf JP. Und die Sache ist, der ist ja im Hit-Banner einfach. Die haben den einfachen Hit-Banner gesteckt. Ist auch cool. Ich meine, Hit ist der neueste Charakter in JP. Hit gab es auf JP noch nicht. Wenn ich hier im Endeffekt noch Hits ziehe, also Hits hier oder Metal Cooler, sag ich mal, wäre es auch nice, denn auf JP ist die Sache nämlich, als ich für Metal Cooler gezogen habe, habe ich viele G-Dens gezogen und G-Den und Hit, die sind ja sehr gut in der Rotation, das könnte ich dann hier probieren. Double Stream kann ich lange nicht mehr. Oh mein Gott, ich dachte legit. Ja, deswegen über den Hit, sag ich mal, wenn er auch droppen würde, würde ich mich auch freuen, dann könnten wir das Ganze natürlich mit G-Den noch testen, mit ihm in der Rotation. Jetzt schauen wir mal, was hier abgeht, Freunde. Falls ihr für Metal Cooler gesammelt habt, könnt ihr mich gerne wissen lassen, was ihr gezogen habt, wie ihr den Boy findet. Metal Cooler an sich wirklich ein guter Charakter. Individuell wirklich sehr, sehr stark. Also, der ist echt gut. Der ist auch ein bisschen so übersehen, sage ich mal. Aber hat bei allem Respekt keine Eile, sage ich mal. Aktuell vor allem nicht. Auf Global Solo so am besten sparen für... Oh mein Gott, bitte nicht featured für das 4-jährige Jubiläum im Juli. Oh mein Gott, JP, please, please, I need content. Please. Oh mein Gott. Ah, zwei SSR, natürlich geil, also wirklich, nein, nicht geil, einer ist GSR, der andere nicht featured, ich hasse nicht featured SSR, könnt euch gar nicht vorstellen, wie sogar, und bitte jetzt, komm, gib mir einen featured SSR, auch wenn es kein Dokkan exklusive SSR ist, dann kann ich sagen, okay, ich hab's versucht und adios amigos, aber das ist jetzt auf JP der dritte Multi, ich habe im Stream, wie gesagt, einen machen können, kein featured bis jetzt gehabt. Ja. Es kann auch so laufen, ne? Man kennt's. Aber jetzt gucken wir mal. Oh nein, ich hab voll vergessen, dass der hier drin ist. Ist ein featured Charakter, aber ich dachte gerade, wo bin ich? Ich hatte gerade ein Déjà-vu nämlich. Ich hatte gerade legit ein Déjà-vu, weil... Oh mein Gott. Weil diesen Ultimate Gohan habe ich damals im Hitbanner, glaube ich, auch auf Global Off gezogen. Naja, immerhin ein Featured Charakter, würde ich mal sagen, Freunde. So viel besser auch zum Video. Wie gesagt, ich wollte nochmal von letzten Tagen alles zusammenfassen. Die Infos, die ich quasi nicht machen konnte. Weil ein bisschen was los war, sage ich mal, wegen dem Dragon Ball Heroes Content. Aber wollte ich nochmal auffassen, quasi alles in einem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Dementsprechend die Infos zu Kula, zu Celebration und... ein wenig gesammelt, Freunde, drei Multis rausgehören, aber das, da halte ich mal den Ballflag, sage ich mal, vorerst. Ich hoffe, das hat euch dementsprechend dennoch gefallen. Wenn ja, dürft ihr mir ganz auf jeden Fall gerne ein Like geben und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. I'm done next time.